Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Glut des Schmiedereichs, Spiel der Strategie gegen pneumousische Fluktuation. Hier steht jetzt ganz viel Text, aber wenn ich es halbwegs richtig verstehe, das ist natürlich die Frage, kann sein, dass ich es überhaupt nicht richtig verstehe, ist es so, dass wir hier diese Pneuma- und Usia-Signatur bekommen und die wechselt jede Runde. Die wechselt nicht jede Runde, jedes Mal, wenn wir die Figur wechseln. Und wird eine gegnerische Figur von einer Annihilation von Usia und Pneuma getroffen, erhältst du zwei Omni-Würfel. Also wie genau es funktioniert, kann ich noch nicht sagen, aber ich denke mal, es ist eigentlich relativ simpel. Du musst halt nur darauf achten, welche Reaktion du schon ausgelöst hast und welche dir noch fehlt. I guess. Und ja, im Notfall kann man auch einfach gewinnen und das müsste auch funktionieren. Wir nehmen jetzt mein Deck hier mit Klee, Mona und Zhangling. Mein Okeanide-Dreifach-Deck wurde leider kaputt gemacht mit dem Patch, weil die Okeanide wurde extrem genervt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder benutze, tatsächlich das Deck. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich habe zum Glück mindestens ein zweites gutes Deck, deswegen ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Genau, wir gucken jetzt einfach mal, wie viel Leben die haben, wird mich mal interessieren. 40 Leben? Okay. Na gut, okay. Also einfach gewinnen ist wohl doch nicht so einfach. 40 ist schon ganz schön viel. Tatsächlich. Also, der hat Usia, der hat Pneuma. Und was haben wir jetzt? Pneuma. Na genau, jetzt muss ich, glaube ich, einfach nur angreifen. Und was passiert dann? Dann kriege ich zwei Omni-Würfel, genau. Also, wir machen jetzt das hier. Und jetzt müsste ich eigentlich zwei Omni-Würfel kriegen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Genau, passt. Und er wurde betäubt. Genau, und der hat jetzt Pneuma. Und jetzt wechsle ich die Figur. Und dann habe ich Usia. Genau. Und jetzt passiert quasi das gleiche wieder. Jetzt kriege ich wieder zwei Omni-Würfel. Zack. Genau. Der hat jetzt wieder Usia. Und ich habe auch Usia. Was ist, wenn die Figur wechselt, ne? Aber ist es egal? Also, auch wenn ich normal angreife, ne? Weil wenn ich mit so auf Zhangling wechsle, wäre es ja gar nicht mal so gut. Ich wechsle einfach auf Mona, glaube ich. Wir müssen ja eh nicht gewinnen. Achso, ne, wobei müssen wir schon, oder? Nevermind. Achso, doch, wir müssen gewinnen, tatsächlich. Nevermind, wir müssen gewinnen. Okay, streich das, wir müssen gewinnen. Jetzt kriege ich wieder zwei Dinger. Das einzige Problem ist jetzt, dass mir die Würfel ausgehen. Nee, gehen sie tatsächlich nicht. Just sharpen my spear. Genau, also der hat Pneuma, ich habe Usia. Jetzt machen wir noch das. Jetzt sind alle seine Figuren betäubt und seine Runde beendet. Ist damit beendet. Und wir haben jetzt noch zwei Würfel übrig. Die bringen uns jetzt natürlich nicht so viel. Ziehen wir mal zwei Karten. Okay, was hat er jetzt gerade? Er hat Pneuma und ich habe Usia. Dann bleiben wir jetzt mal auf Zhangling. Er wird wahrscheinlich instant wechseln. Das ist jetzt die Frage, gamble ich jetzt, dass ich wechsle? Ich glaube, ich gamble... Ach, bleiben wir mal so. Ich meine, das sieht ziemlich gut für uns aus, würde ich sagen. Wir haben zwei Schaden bekommen und haben sieben Schaden verursacht. Na gut, ist gar nicht so viel tatsächlich. Sieben Schaden ist echt tatsächlich gar nicht so viel. Okay. Was sind das für Würfel? Uff. Okay, die Würfel sind katastrophal schlecht. Okay. Ja, er bleibt tatsächlich auf ihm. Okay, also haben wir richtig gegambelt sozusagen. Zack. Passt. Und der hat jetzt Usia. Das heißt, jetzt müsste ich eigentlich wechseln. Das ist ärgerlich. Ach so, ich kann ja die Spezialfähigkeit machen. Ach, die kostet echt 4? Kann mich gar nicht dran erinnern. Okay, ja, dann machen wir hier Paimon. Und zack. Und boom. 8 Schaden. Zack. Oh, Moment mal. Ich bin dumm. Ups.
Was habe ich mir gerade dabei gedacht? Oh mein Gott, er hat halt noch 5 Angriffe. Oh mein Gott, ich habe es gerade komplett versaut. Wir können nichts mehr machen. Ich habe zwar nochmal den Würfel tatsächlich, aber es bringt nichts. Ja gut, dann bleibe ich jetzt einfach auf Zhang Ling und sie stirbt. Oh Gott, das war echt dämlich. Hey, wieso greift er nochmal an? Oh oh. Oh, ich glaube, ich habe es versaut, ja. Schau mal. Ich habe meine Runde beendet. Also Klee stirbt 1000%ig auch. Ja, nee, ich habe es schon versaut, glaube ich. Was ist das selbst? Warum ist das so viel Text? Warum ist das so ultra viel Text? Text mich doch nicht so voll. Also ich glaube, Klee lebt sogar noch tatsächlich. Nee, doch nicht. No, I didn't. Ja, wir müssen nochmal neu starten, leider. Okay. Ja, das war echt dämlich. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. In meinem Kopf hat es sich so logisch angehört, aber irgendwie... Ich habe für einen Moment vergessen, dass wir ja wechseln müssen. Das kann gar nicht funktionieren mit dem, dass du auf einer Figur bleibst, logischerweise. Weil es ja immer abwechselnd ist. Ja gut, aber es ist halt auch wirklich komisch, muss man dazu sagen. Ah, wir haben vorhin so gut gewürfelt, ne? Weil die Würfel eigentlich gar nicht so wichtig ist. Man kann ja auch einfach Standardangriffe machen. Also selbst wenn man jetzt schlecht würfelt, dann machst du dann einfach Standardangriffe. Du kriegst ja dann die Omni-Würfel vom Spiel, sag ich mal. Aber Timmy ist auf jeden Fall gut. Den hatten wir vorhin nur einmal, jetzt haben wir ihn zweimal. Lieben ist auch gut. Der Liebe lieben. Genau. Zack. Also Mona ist hier tatsächlich echt nützlich, weil du einfach immer wechseln kannst und da ich das Ganze ein bisschen umgehst. Also, jetzt müssen wir wieder zurück auf Mona. Und machen nicht die Elementarfähigkeit, das war vorhin auch ein Fehler. Das Einzige ist, jetzt haben wir halt nur noch 3 Würfel. Jetzt können wir halt nichts machen. Jetzt mache ich einfach einen Standardangriff, um ihre Spezialfähigkeit aufzuladen. Genau. Da hatten wir vorhin halt den Würfel, der kam da halt echt günstig gelegen. Ich hätte es auch natürlich auf Lieben einfach setzen können, aber so haben die jetzt alle schon mal eine Reaktion auf sich. Also die haben jetzt Hydro, Pyro, Hydro, Hydro. Das heißt, wir machen jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Reaktionen, was wir vorher gar nicht... Oh, Leute, ich habe 2 Würfel gezogen, let's go. Das ist natürlich heftig. Die Würfel sind wieder nicht so gut. Okay, never mind. Aber warte mal, wir sind jetzt nicht richtig, ne? Genau. Es ist jetzt halt blöd, dass ich zuerst meinen Zug beendet habe. Okay. Also wir haben Osia, der hat auch Osia. Na, ist eigentlich egal, auf wen ich wechsle. Aber lieber Spezialfähigkeiten aufladen, natürlich. Ja, Zhang Ling ist jetzt in dem Duell natürlich nicht so gut wegen ihrer Beschwörung. Das ist hier halt echt ein Problem. Jetzt gehen wir auf Mona. Genau, jetzt machen wir Spezialfähigkeiten. Er müsste... Ah, er stirbt wieder nicht. Okay. Jetzt hat er halt noch eine Figur. Wir müssen auf jeden Fall weg von Mona. Genau. Ja gut, aber jetzt passt es eigentlich, denke ich. Ich hätte noch meine Würfel einsetzen können, aber ich würde sagen, die heben wir uns lieber auf. Ich meine, wir haben 2 seiner Figuren fast tot. Das Ding ist ja auch, wenn seine Figuren sterben, müsste die Anzahl der Aktionen, der hatte gerade 8 Aktionen pro Runde geplant. Also ich gehe mal stark davon aus, wenn man anfängt, Figuren zu besiegen, dann nimmt das logischerweise ab. Weil es kann ja nicht sein, dass der jeden Zug 8... Also, es funktioniert allein schon deswegen nicht, weil du betäubst die Gegner ja sowieso. Wenn er nur noch 2 hat, betäubst du sie beide, dann macht er gar nichts mehr. Also musst du eigentlich nur anfangen, die mal zu... Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt haben wir auch noch die Ohrringe. Okay. Haben wir das gerade das Richtige? Haben wir. Okay. Passt.
Dann passt sowieso, weil wir ihn killen. Dann rüste ich mal die Ohrringe aus. Bam. Jetzt ist es auch nicht so schlimm, dass wir das falsche Element gehabt haben. Genau. Und dann haben wir jetzt wieder das Richtige, ne? Usia und Pneuma, genau. Ja, greifen wir einfach wieder an. Zack. Und jetzt hat er noch einen übrig. Der hat Pneuma. Jetzt müsste ich halt wechseln. Was macht der jetzt? 3 Punkte Dendroschaden. Dann gehen wir auf Mona. Passt. Haben wir auch. Ich könnte sogar fast noch gewinnen in der Runde. Aber ist eigentlich egal. Ja, im ersten Versuch war es halt einfach dämlich, dass ich da... Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Nein, ich weiß wirklich nicht mehr. Egal. Nicht so wichtig. Ihr seht, wie ihr es spielen sollt. Versuch 2. Deutlich besser. Genau, zack. Und was hat der jetzt? Usia, perfekt, wir haben Pneuma. Und zack. Und es betäubt. Das heißt, der macht nichts mehr. Und wir finishen. Ich meine, gut, es ist tatsächlich relativ knapp geworden. Ich sehe gerade, Jungling hatte nur noch ein Leben. Aber, naja, eigentlich nicht wirklich. Okay. Ja, hier gefällt mir auf jeden Fall, dass man sein Standarddeck benutzen kann. Ist eigentlich vollkommen egal, welches Deck man benutzt. Das muss halt nur halbwegs Schaden machen, sage ich mal in Anführungszeichen. Und halt möglichst nicht so viele Beschwörungen haben, sondern eher direkt Elementarfähigkeiten und Angriffe. 2000 Glücksmünzen lassen wir uns schmecken. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Geniale Beschwörung, Glut des Schmiedereichs. Haut rein und ciao, ciao.